Herzlich willkommen zu dieser neuen Tech News. Ich hoffe, es geht euch gut zum Anfang dieser Woche. Danke für eure Unterstützung und ich würde sagen, danke an alle Kanalmitglieder. Und ja, hier leert es sich langsam. Das Licht ist auch schon abgebaut, deswegen heute mal ein bisschen romantischere Stimmung. Aber trotzdem werdet ihr dreimal die Woche die News hier verfolgen können. Wenn ihr darauf Bock habt, dann gerne den Daumen nach oben und noch ein Abo dalassen, damit ihr nichts verpasst. Aber jetzt legen wir los mit der neuen Tech News. Und dann machen wir doch gleich mal den Sprung in die AMD-Ecke und da steht ja neben der 4060 Ti auch noch die neue Grafikkarte von AMD an, die ein bisschen niedriger angesiedelt ist und zwar die RX 7600 ohne XT. Vielleicht kommt da noch eine, vielleicht kommt noch die 7700. Man weiß es momentan noch nicht, aber es gibt jetzt auch ein Referenzdesign, das unter 21 cm lang ist und nur Dual-Slot benötigt mit zwei Lüftern direkt von AMD. Das heißt, für besonders kompakte Systeme könnt ihr euch die Grafikkarte mit den 8 GB VRAM schnappen. Meines Erachtens nach sind 8 GB VRAM immer noch zu wenig, aber gut, wir können es nicht ändern und wahrscheinlich muss man sich dann auch langsam aber sicher auf Full HD Gaming einstellen, denn Texturauflösungen werden immer höher und erst ab Full HD ist das so ein bisschen ausgleichbar. Und ich habe schon in unseren Kommentaren hier gelesen, viele Leute haben schon mit der 4070 mit 12 GB Probleme, weil einige Spiele einfach da drüber liegen. Und da sind 8 GB halt echt dünn und ich weiß nicht, warum AMD das auch noch macht. Jedenfalls gibt es auch nur einen 8-Pin-Connector, das Ding wird also nicht allzu viel Strom schlucken. Dasselbe gilt übrigens auch für die Drittherstellerdesigns, unter anderem von Asus und ASRock. Die haben nämlich jetzt schon ihre 7600er Karten gezeigt. Da ist der Kühler zwar größer, aber man muss ehrlich gestehen, ja, es gibt auch nur hier einen 8-Pin-Connector, also das heißt, auch fürs Übertakten sind die Karten wahrscheinlich so nicht geeignet, aber vielleicht sieht AMD das ja auch gar nicht vor. Jedenfalls haben wir hier auch wieder zwei Alternativdesigns und vor allem das von ASRock hat mich ein bisschen beeindruckt zurückgelassen, denn trotzdem man zwei Slot Blech hat, hat man irgendwie nur so einen 1,5 Slot Kühler, könnte natürlich auch auf dem Foto nur so aussehen, aber hey, so ist es jetzt halt. Weiter geht es mit einer weiteren Grafikkarte aus der 7000er Serie und zwar der 7900 XT von Sapphire. Und wenn ihr euch bisher gedacht habt, das ist mir noch alles zu teuer, diese 949 Euro, die Sapphire verlangt für seine Nitro, dann könnte demnächst eine günstigere Variante auf euch zukommen und zwar ohne Vapor Chamber und nur noch mit einem LED-Streifen statt zwei LED-Streifen. Dafür soll die Grafikkarte in Amerika aber auch 70 Dollar weniger kosten, also plus Steuern wahrscheinlich so um die 80, 85 Euro hier weniger und das wäre natürlich schon mal keine schlechte Sache. Angegeben hat Sapphire die Grafikkarte mit 898 US-Dollar plus Steuer und ja, das ist zwar günstiger, aber im Vergleich zu anderen Grafikkarten halt immer noch relativ teuer, die dann mittlerweile schon unter diesen 898 Dollar liegen. Aber der Markt wird das regeln. Jedenfalls finde ich das keine schlechte Sache. Wahrscheinlich wird die auch nicht besonders laut sein, denn der Kühler, der da drauf sitzt, ist halt immer noch mächtig. Aber warten wir erstmal die Tests ab. Wir gucken auch nochmal in die CPU-Sparte von AMD und wie empfindlich diese 7800X3D, also das heißt die 3D V-Cache-Prozessoren sind, das sieht man wieder mal an einem neuen Experiment. Denn es gibt User im Internet und einer davon nennt sich Fritzchens Fritz und der will vor allem mit seinen Spezialkameras rausfinden, wie eine CPU funktioniert und wie sie von der Nähe aussieht und hat diesen 7800X3D ohne Kühler betrieben, der nach 60 Sekunden Absturz hingelegt hat und sich in 5 Einzelteile zerteilt hat. Und das ist halt eine sehr empfindliche Architektur. Ich hoffe einfach mal, dass diese Prozessoren nicht nach ein paar Jahren alle ausfallen, weil das ist halt schon ungewöhnlich für ein Stück Silizium. Oder hat man einfach günstige Materialien verwendet? Man weiß es nicht so richtig, aber es ist schon spannend zu sehen, wie sich so ein Die komplett verabschieden kann. Vor allem, es ist ja der IO-Die, also es ist ja noch nicht mal der eigentliche Prozessorkern und deswegen, schwierige Sache, hoffen wir einfach mal, dass es trotzdem Ausnahmefälle bleiben. Das Hardware-Geschäft ist wendungsreich und so auch bei AMD, Intel, Nvidia und vielen anderen Herstellern. Dass Intel irgendwann mal wieder sehr viel günstiger sein würde als AMD, ist ein Novum und hätte sich vor Jahren niemand träumen können.
aber Konkurrenz bestimmt den Markt. Und so gibt es diesen 13400F als durchaus interessante CPU. Warum? Weil der Preis in den USA mittlerweile auf $165 plus Steuern gefallen ist. Und dafür bekommt ihr immerhin insgesamt 10 Kerne, 6 Power Cores und 4 Efficiency Cores. Und ich muss mal sagen, für den Preis ist das wirklich nicht schlecht, denn bei Last-Szenarien könnt ihr alle Kerne gleichzeitig verwenden. Und dazu kommen auch noch 16 Threads, also ihr habt hier durchaus eine potente Multicore-CPU für einen durchaus günstigen Preis. Dazu kommen noch die günstigeren Mainboards auf der Intel-Seite und in Deutschland kostet der Prozessor gerade unter 200 Euro und da hat AMD momentan gar nichts zu bieten, wenn es um die aktuelle DDR5-Plattform geht. Nur bei AM4, da könnt ihr noch schauen, dass ihr da was Ähnliches bekommt. Aber Chapeau Intel, das ist echt ein Top-Teil und ich hoffe, AMD wird da bald nachziehen mit einer ähnlichen CPU. Wir kommen mal zu einer anderen Sache. Die momentane x86-Prozessoren teilweise oder zum Teil sehr ineffizient machen. Denn die aktuellen Prozessoren unterstützen weiterhin 16 und 32-Bit-Befehle und die braucht man nur noch äußerst selten. So hat Intel nämlich jetzt den x86S-Prozess vorgestellt und der unterstützt wirklich nur noch 64-Bit-only. Das heißt, 32-Bit und 16-Bit werden höchstens noch per Software-Emulation unterstützt. Und dann muss man aber auch wieder sagen, braucht man diese native Unterstützung überhaupt noch? Man könnte einen Haufen Platz auf der Architektur sparen. Auch effizienter könnten die CPUs werden und das wäre der nächste logische Schritt. Ich meine, Intel hat es ja schon mal mit einer Serverarchitektur probiert und die ist komplett gefloppt, aber mittlerweile sind wir an einem Punkt angekommen, wo ich sagen muss, macht es einfach Intel. Ich glaube, den wenigsten Usern wird es auffallen, vor allem weil Windows 11 ja jetzt auch kein 32-Bit mehr unterstützt, nur 4 GB RAM, wovon nur 3,5 offiziell richtig gut supportet werden und so weiter. Braucht man nicht mehr. Und wenn man dann wirklich noch Retro-Software ausführen muss, dann holt man sich vielleicht so einen kompakten kleinen Rechner nebenan, der so eine CPU noch hat und die wird es noch eine ganze Weile geben. Ach ja, Raytracing ist immer so eine ganz schwierige Sache. Die einen sagen, ey, ich find's voll geil, ich gehöre zum Beispiel dazu und andere sagen, brauche ich nicht. Mir reichen die normalen Spiegelungen, die sind gut genug. Und irgendwie haben beide Seiten recht, meines Erachtens nach. Denn Raytracing ist zwar eine super Technik, wird aber irgendwie nicht so genutzt, dass man sagen kann, okay, das macht den wichtigen Unterschied aus. Wie zum Beispiel Spiele, die das ausschließlich einsetzen, das Feature, und man Gegner vielleicht beim Schleichen über Pfützen oder Spiegel beobachten kann, wo es wichtig ist. Trotzdem wird immer weiter daran gearbeitet und das finde ich auch gut so. Es wird auch immer effizienter. Cyberpunk 2077 soll nämlich demnächst nochmal ein Update in Zusammenarbeit mit Nvidia bekommen und Echtzeit-Radiance-Caching bekommen. Das heißt, Raytracing-Reflexionen werden nicht mehr festgelegt. Momentan muss man ja immer dem Material sagen, ey, du reflektierst so oder du bist ein reflektierendes Material, sondern einfach durch eine KI in Echtzeit angerechnet. Und hier kommen dann diese KI-Kerne wieder ins Spiel, die Nvidia momentan ja so hart pusht und könnten dafür sorgen, dass der Leistungsaufwand, der dafür notwendig ist, wesentlich niedriger wird. Und das wäre der nächste logische Schritt. Wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Welche Grafikkarte da wohl trotzdem Probleme haben würde, ist die Nvidia 4060 ohne Ti. Und hier wurde das erste Mal der AD107-400-Chip abgelichtet und der hat nur 146 Quadratmillimeter und normalerweise hat man bei so einem Chip in dieser Leistungsklasse bis zu 200 Quadratmillimeter und das zeigt erstmal, wie effizient auch dieser 4 Nanometer Prozess mittlerweile ist und mal sehen, wie klein die Dinger noch werden und vor allem, was für Features da mittlerweile drinstecken. Ich finde das meines Erachtens nach schon richtig Wahnsinn. Aber auch zur 4060 Ti gibt es neue Informationen und zwar gibt es jetzt Custom-Modelle und zwar unter anderem die Gigabyte RTX 4060 Ti Aorus Elite und zwar soll die für $470 auf den Markt kommen. Dafür bekommt ihr aber auch einen besonders fetten Kühler. Wenn euch da die kleine Variante reicht, dann greift zur Founders Edition. Für $399 plus Steuern bzw. 429 Euro bei uns ist die Grafikkarte dann wirklich günstiger, bis der Markt dann halt wieder bei den Händlern regelt. Und Nvidia macht ein exklusives Verkaufsrecht raus und verkauft die nur bei uns über Notebooks billiger. Ja, schade, aber
Gut, so ist es halt nun mal. Und noch eine kleine Neuerung haben wir auch in KI-Sachen bei Nvidia wieder, denn die haben jetzt die Zukunft der Essensbestellung gezeigt. Und man kennt es ja selbst, man kommt manchmal ins Restaurant, Schnellbedienung, und manchmal hat man sehr demotivierte Mitarbeiter da stehen. Oder manchmal auch einen super Mitarbeiter. Man weiß aber nie, was man so wirklich bekommt. Und genau dagegen will Nvidia jetzt was machen. Die haben nämlich jetzt eine Essensbestellen-KI vorgestellt, die auch wirklich in Echtzeit auf die Sprache des Bestellers reagiert. Und das zeigen sie ganz beeindruckend in dem Video, dass die KI sofort versteht, wenn man eine Frage stellt und so weiter und so fort. Klar, es ist erstmal nur eine Demo, aber kann dann individuell angepasst werden. Zum Beispiel bei McDonald's könnte da Ronald McDonald stehen, den ich immer noch gruselig finde. Aber wäre nur ein Beispiel. Bei anderen Läden könnt ihr euch einen Donut bedienen und so weiter und so fort. Also interessant, aber auch hier wieder Jobs schwierig. Vor allem, weil man ja dann nicht nur sagen wird, okay, wir füllen einfach unsere Stellen mit dem Rest auf, sondern wenn das irgendwann so gut funktioniert, dann habt ihr wohl noch 2 Mitarbeiter pro Filiale. Tja, es gibt nur noch 2 kleine Themen und zwar im Ticker. Erstmal hat Western Digital bestätigt, dass es Probleme bei der SanDisk Extreme Pro nach exzessiven Schreibvorgängen gibt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel die 4TB Variante habt, gibt es wohl einen Firmwarefehler. Ihr schreibt Daten auf die Platte, die drosselt dann zwar, weil sie irgendwann zu warm wird, aber man muss auch dazu sagen, dann verliert sie Daten. Und das hat Western Digital jetzt mit der 4TB-Version offiziell bestätigt. Andere Besitzer haben aber auch bei der 2TB-Version geklagt. Western Digital will so schnell wie möglich ein Update nachschieben. Ja, da will man seine Daten schon lokal noch irgendwo sichern und dann sind sie nicht mal da sicher. Das ist schon schade. Und es gibt noch eine Meldung über Meta. Die müssen jetzt eine Rekordstrafe von 1,2 Milliarden Euro an die EU zahlen, weil sie Daten in die USA geschifft haben und bekommen noch die Auflage, dass in spätestens 5 Monaten der Datentransfer in die USA abgeschaltet sein muss, dass die Daten nicht mehr die EU verlassen. Meta selbst dazu sagt, das hält ziemlich dieses ganze Transinternationale auf und dass wir weltweit Daten austauschen und so weiter. Auf der anderen Seite sage ich dann so, mal sehen, wie lange die Apps hier noch existieren werden. Wird spannend, weil Meta verdient halt mit den Daten einen Haufen Geld. So, das war's dann allerdings auch schon mit der Tech News. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, ne, ihr wisst Bescheid und ein Abo dalassen. Wir sehen uns hoffentlich am Mittwoch wieder und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal und ciao.